der Titel des Marsches, den Sie eben hörten. Und frei weg, so wollen wir eben anfangen. Wir begrüßen Sie zum großen Platzkonzert des WDR. Und dieses Platzkonzert findet heute in einer Halle statt. Und zwar in der Stadthalle von Datteln. Datteln, nordöstlich im Ruhrgebiet gelegen, Kanalstadt, Bergbaustadt. Ja, da reden wir ja gleich noch ein bisschen drüber, denn wir wollen ja noch weitermachen mit Musik. Jedenfalls dürfen wir uns vorstellen, durch diese Sendung führen Sie Ellen Fey und Klaus Werner Koch. Und wir machen weiter mit dem Heeresmusikchor 7 und Happy Ungarn, Melodien aus der Operette Die Csárdás-Fürstin. Das große Platzkonzert aus Datteln, meine Damen und Herren, und wir begrüßen natürlich auch herzlich die Hörer des Norddeutschen Rundfunks, die auf dieser Welle ja immer noch gemeinsam mit den Hörern des Westdeutschen Rundfunks verbunden sind. Wenn der Name Datteln, jedenfalls hier bei uns im Ruhrgebiet, nicht sofort die Assoziation Südfrüchte auslöst, dann ist das im Wesentlichen das Verdienst des Bürgermeisters Horst Niggemeier, den ich jetzt herzlich begrüße. Herr Bürgermeister, ich glaube, es ist schwierig zu erklären, woher der Name Datteln eigentlich stammt. Wir können uns das ersparen. Wer das wissen möchte, der soll an uns beide privat schreiben und wir werden das an den längeren Abhandlungen zu erklären versuchen. Es ist natürlich irgendeine alte Orts- oder Flurbezeichnung, könnte ich mir vorstellen. Aber wie würden Sie denn Datteln, diese Stadt zwischen Münsterland und Ruhrgebiet,
In wenigen Worten, ich weiß, wie schwer Ihnen das fällt, dem gelernten Journalisten und nicht ungeübten Mikrofonmenschen. Wie würden Sie denn Datteln mit kurzen Worten beschreiben, Herr Niggemeier? Eine schöne Stadt, liebe Bürger. Ja, stimmt das? Liebe Bürger? Ach, Sie haben alle Lieben nur eingeladen heute Abend, ja, ja. Ja, und wenn man mal von diesen großartigen Werten absieht, dann gibt es hier viel Grün. Rund 83% unserer Fläche, die wir hier in Datteln haben, sind Grün, Wasser, Wald oder landwirtschaftliche Nutzfläche. Und das erstaunt ja immer wieder Menschen, weil wir ja wissen, dass Datteln seinen Ursprung als Stadt eigentlich dem Bergbau zu verdanken hat. Vor mehr als 50 Jahren, als die Tiefbauzechen aus dem eigentlichen Kern des Ruhrgebietes hier weiter ins Fest Recklinghausen wanderten. Das Fest Recklinghausen ist auch so ein großer, nicht politischer Begriff, aber Flurbegriff, Landschaftsbegriff, muss man wohl sagen. Da ist Datteln entstanden, oder? Das mit dem Bergbau ist schon ein bisschen älter. Das war also um die Jahrhundertwende, wurde der Schacht hier abgeteuft. Und dann lassen Sie mich sofort hinterher sagen, 1972 wurde er dann stillgelegt. Wir verloren 3000 Arbeitsplätze. Das war ein großer Schlag für unsere Bergleute und noch mehr für die Stadtkasse. Die Stadtkasse hat es überwunden. Bin auch nicht so ganz berauschend und die Bergleute haben auf den umliegenden Schachtanlagen wieder Arbeit gefunden. Dies ist also gelöst und inzwischen leben wir von einem großen Bergbauzuliefererbetrieb mit über 1000 Beschäftigten. Wir haben eine große Zinkindustrie hier. Aber der Bergbau kommt zurück, wie ich weiß, auf die Stadtgrenze zwischen Datteln und Ohr-Erkenschwick, um das mal ganz korrekt auszusprechen. Und da gibt es ein paar Probleme, weil ja da, wo Kohle herauskommt aus dem Schacht, auch Berge, wie der Bergmann das nennt, also das Abraumgestein mit herauskommt, das muss irgendwo aufgeschichtet werden. Und dann gibt es einen hässlichen Berg. Muss das eigentlich ein hässlicher Berg sein? Ich lebe mitten im Ruhrgebiet und da gibt es viele grüne Berge. Da können die Kinder im Winter rodeln, da gibt es eine interessante Tierwelt mittlerweile, begrünte Berge halten. Ist das hier eigentlich auch mal geplant? Genau dies wird so sein. Man nennt das heute nicht mehr Bergehalde, sondern Landschaftsbauwerk mit Tälern und Höhen und mit viel Grün und mit viel Wald. Dies ist auch unsere Auffassung, dass an der Stadtgrenze von Datteln ein solches Landschaftsbauwerk dann entstehen soll, wenn die neue Schachtanlage hier in Betrieb genommen wird. Wir wollen das natürlich nicht schöner machen, als das ist. Wenn das beginnt, ist das erstmal ein hässlicher Berg. Aber wenn wir beide Großväter sind, dann können wir wahrscheinlich da unter schattigen Bäumen wandeln, Herr Bürgermeister Niggemeier, oder? Unsere Bäume wachsen schneller, Herr Koch. Ja, ich hoffe auch. Die Ellen Pfeil, wir unterhalten uns ja nachher noch ein bisschen. Die guckt uns schon drohend an. Ich glaube, es geht weiter mit Musik. Das Heeresmusikchor 7 wurde im Dezember 1955 als erstes Musikchor der Bundeswehr aufgestellt. Der erste Auftritt war einen Monat später. Und zwar machte das Musikchor als erstes ein Geburtstagsständchen für den damaligen Bundeskanzler Dr. Adenauer. Ich bin aber ziemlich sicher, dass die Herren, die hier sitzen, damals noch nicht dabei gewesen sind, oder? Nee, nee. Oder war schon einer dabei? Kann sich erinnern? Nee. Sie schütteln die Köpfe. Auch die Bundeswehr verjüngt sich eben, ne? Was damals gespielt wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was jetzt gespielt wird. Ein Volksliederpotpourri hinaus in die Ferne.
eigentlich ein Mitbringsel aus Köln. Und da möchte ich eigentlich nur sagen, es gibt 5 Erdteile, es gibt 4 Jahreszeiten, aber es gibt auf der Welt nur 3 Eilemänner. Und herzlich willkommen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Man hat uns in Köln erzählt, es gäbe nur 2 Städte in der Welt, wo die Stimme und der Humor zu Hause sind, Paris und Datteln. Ja. Sommerzeit, Urlaubszeit, Postkartenzeit. Ob wir wollen oder nicht, ob wir verreisen nach Garmisch-Gelsenkirchen oder nach Bad Herne, wir schreiben Postkarten. Und auf diese Postkarten solche haben wir ein kleines Liedchen für Sie mitgebracht. Der Sanari ist versorgt, Milch und Brötchen abbestellt. Dann wird doch was Geld geborgt und auf Spanien Kurs man hält. Wie man schön vor Wulle, Hitze und nach Öl stinkt penetrant. Viel besäßen kostet der klitze kleine Ferienunterstand. Jagd auf Mücken jede Nacht, keine schöne Frau kommt rein. Was die Nächte reizvoll macht, das kann nur der Juckreiz sein. Man schreibt Karten ohne Pause, ach, wie herrlich es hier ist, dass die Lieben allzu Hause man im Leben nie vergisst. Und die Luft ist so balsamisch, nachts die Ruhe, welch Genuss. Und die Frauen so dynamisch. Schönsten Gruß für heute Schluss. Lotschenparke 20 ledig nach Italien ist sie. Und jetzt ist sie in Venedig, wo sie tolle Männer sieht. Einer schön wie ein Apollo hat ihr glatt den Kopf verdreht. Sagt, du sei gebaut wie Lollo, was sie ganz perfekt versteht. Sie hält ihn für einen Fürsten, doch die Enttäuschung bleibt nicht aus. Denn mit Besen, Schrubber, Bürsten zieht ihr Fürst von Haus zu Haus. Sie schreibt Karten ohne Pause, ach, wie herrlich er doch ist. Temperamentvoll wie eine Brause und wie raffiniert er küsst. Er ist und hätt's gar nicht nötig um Italiens Sauberkeit, stets bemüht und dafür tätig. Grüßet, mach ich Schluss für heute. Ne Safari sich bestellt, Otto Blum aus Köln am Rhein. Nachts entführen ihn aus dem Zelt, 20 wilde Negerlein. Man bringt Otto schonend bei, was der Häuptling von ihm will. Weil er Kannibale sei, wünscht er Otto Blum vom Grill. Drum ist Otto leicht bestürzt, doch der Häuptling lächelt mild. Und ehe man den Otto würzt, wird ihm noch ein Wunsch erfüllt. Er schreibt Karten ohne Pause, ach, wie herrlich heiß es ist. Hoffe sehr, dass man zu Hause mich nicht allzu schnell vergisst. Kaum hier angelangt und schon bin ich bei des Häuptlings Mahl Mittelpunkt und Hauptperson. Es grüßt Otto euch nochmal, doch am meisten freut die Post sich über Karten ohne Zahl. Meine Damen und Herren, bald beginnt unsere herrliche Urlaubszeit auch in Nordrhein-Westfalen. Ach ja, Urlaub. Wieso Urlaub? Was los? Ich bin voriges Jahr mit meiner Frau so nach Italien runter, ganz langsam. Wir juckeln so über die Autobahn und kurz vor der Zollstation sagt meine Frau zu mir, Männelein, jetzt müsste man der Küchenschrank dabei haben. Ich sage, Schatzemaus, warum denn der Küchenschrank? Ja, da liegen die Beste, die Lehre und die Papiere drin. Nach Italien reist man heute, weil dort Sonne prima sticht. Kleines Auto, viele Leute, Motor schnauft und Feder bricht. Knappe 20 Kilometer, Stopp! Die Autoschlange steht, warten weiter, halber Meter, erste Nacht vergeht.
da stehst du traurig wie Pik 7. Ach, wären wir doch zu Haus geblieben. Und dann singen wir aus voller Brust die Waldeslust. Weiter geht's auf Bergeshöhen, Alpen, Kurven, Nebel an, Schneesturmstraße nicht zu sehen, Auto rutscht vor Gaza ran, löschen, schaufeln, schieben, hämmern, Sommeranzug, Panama, Zähne klappern, Morgen dämmern, endlich Schneepflug da. Da stehst du frierend wie Pik 7, ach wären wir doch zu Haus geblieben. Und da singen wir aus voller Mund die Waldeslust, die Waldeslust, denn wer an der Theke steht, oh Heimat, wie bist du so schön, endlich Ferienort gesichtet, wo gemietet Bungalow, feucht wer gestern erst errichtet, Größe Schrebergartenklo. Auf Matratze hingehauen, Kleinvieh, schon aktiv und wie. Erstes Bad im Meer im Blauen, Haifisch, so ein Vieh. Da schwimmste Freistil wie Pik 7. Ach, wären wir doch zu Haus geblieben. Aber jetzt mal! Und dann singen wir aus vollem Rund die Waldeslust, die Waldeslust, wenn wir an der Theke stehen. Oh Heimat, wie bist du so schön? Und dann singen wir aus vollem Rund die Waldeslust, die Waldeslust, wenn wir an die Eilemänner aus Köln, sie kommen ja nachher noch mal wieder, meine Damen und Herren. Sie brauchen nicht so traurig sein. Die haben, wie Sie wissen, ein bisschen kölschen Humor hier an den Rand des Münsterlandes gebracht. Wenn man in Köln was werden will, dann muss man eigentlich ein bisschen kölsch lieren, wie die Kölschen das sahen. Und ich als Westfale versuche das immer ein bisschen. Wenn ich in Westfalen bin, dann kann ich ja tatsächlich kölsche Witze erzählen. In Köln darf ich das natürlich nicht riskieren. Aber die Westfalen, die haben natürlich auch ein bisschen was auf Lager. Und ich bin hier neulich so ein bisschen weiter ins Münsterland, in so einem kleinen Dörfchen gewesen, morgens. Und da traf ich ganz aufgeregt den Vikar, der da ganz neu im Dorf war. Und der sagt, wollen Sie nicht mitgehen? Ich muss hier so einen kleinen Besuch machen auf so einem Bauernhof. Und das ist mir so ein bisschen unangenehm, weil ich die Leute noch nicht so richtig kenne. Nur ich bin mitgegangen und dann hat uns die Bäuerin ihre ganze Familie vorgestellt. Und das waren 7 Kinderchen, blond und gerade gewachsen, wie der Herrgott in Westfalen das vorschreibt. Bloß das Kleinste, das war so ein bisschen außer Art geschlagen. Rote Pfannen auf dem Dach, das war auch so ein bisschen mickrig, muss man sagen. Und der Vikar, der wollte der nun ein richtiges Kompliment machen und sagte, gute Frau, Gottes Segen ruht ja sichtbarlich auf eurem Heim. 7 Kinderchen und alle gerade und blond gewachsen, wie der Herrgott in Westfalen das vorschreibt. Bloß das Kleinste, das ist so ein bisschen außer Art geschlagen. Jau, sagt sie, und just das ist von Use Papa. Sehen Sie, so sind die Westfalen. Das Orchester, das wir Ihnen jetzt vorstellen, kam nicht angereist. Es ist hier in Dublin heimisch. Unter der Leitung von Renate Bremer hören Sie das Akkordeonorchester der Musikschule Datteln mit Salto Mortale. Musik
haben Heimvorteil, man hört's am Applaus. Und Herr Bovenkerk, Ihnen als Leiter dieser Schule kann ich nur sagen, ich staune, was für ein Orchester man mit Schülern auf die Beine stellen kann. Das finde ich ganz toll. Welche Aufgabe hat nun diese Musikschule hier in Datteln? Wie sehen Sie das? Sollte man mehr Talente fördern oder mehr, was hätte ich gesagt, den Breitensport? Sie wissen, was ich meine. Ja, ich würde sagen, man sollte zunächst den Breitensport fördern. Bleiben wir mal bei diesem Wort. Also versuchen, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene zu vermusikalisieren, darf man mal so ein Wort sagen. Ja? Und daraus ergibt sich das andere ganz von alleine. Das ist nämlich hier an dieser Musikschule so, die hat 600 Schüler, dass wir jedes Jahr auch welche in die Musikausbildung bringen. Wir haben Leute, die werden Schulmusiker, wir haben Leute, die werden Kirchenmusiker. Wir haben aber auch Leute, also aus den ersten Zeiten, die sind heute Soloflötistin in einem berühmten Orchester. Wir haben jemand, die hat den zweiten Bundespreis in Gitarre bekommen. Wir haben jemand, die ist Professorin an einem benachbarten Musikinstitut. Das ist ja ganz, ganz toll. Aber ich glaube, die meisten, die aus Ihrer Schule kommen, werden die Musik einfach ihr ganzes Leben lang lieben. Und das ist Ihnen sicher auch das Wichtigste. Wir wollen also zunächst, das haben wir ja eingangs schon gesagt, Spaß an Musik entwickeln für alle. Und wenn die Splitter abfallen, ist das gut. Wir haben also, wenn man die so sieht hier, das sind ja nur 20 unserer Leute, weil wir hier in dem Raum nicht mehr Platz haben. Wir haben etwa 170 junge Leute, die in Orchestern musizieren. Das sind also etwa 50 in einem Blasorchester, hierzu gehören noch ein Stück oder 40. Wir haben 15 in einem Kammerorchester und in den Vororchestern und überall. Welche Instrumente kann man bei Ihnen lernen? Ja, grundsätzlich kann man an einer Musikschule wie an der Musikschule der Stadt alles lernen. Stimmt das wirklich? Kann man alles lernen? Dudel sagt zum Beispiel auch, jetzt habe ich sie erwischt. Hä? Jetzt habe ich sie erwischt. Warum nicht? Warum nicht? Nur, wenn es zu einzelne Fälle wären, kann man das natürlich schlecht organisieren. Das würde. Aber wir haben da hier in Westfalen so viele schottische Musikkapellen mit so viel herrlichen Dudelsack. Spielern, Backpipe-Spielern. Ich glaube, da kann man so einen Lehrer engagieren, aber das muss man, glaube ich, in Schottland geboren sein, um das zu lernen. Fürchte ich, glaube ich, nicht? Kann man Alphornblasen bei Ihnen lernen, auch nicht, nicht? Und jodeln vielleicht? Nein, das kann man hier wohl nicht. Jodeln wäre sicherlich nicht unsere Art und Alphorn müsste man erst mal bauen. Woraus hier, ne? Ja, das ist wahr. Aber das hat uns natürlich einen eleganten Übergang gegeben zu unserem nächsten Gast, unserem Stargast, und das kann man wirklich in diesem Falle sagen. Es ist eine liebenswerte Kollegin, die Sie alle kennen, meine Damen und Herren, und die Sie natürlich auch mit ihrer Stimme kennen. Und ich sage nur, willkommen Maria Hellwig. Vergessen wir die Sorgen, nur
Guten Abend, liebe Maria Hellwig. Ich muss das mal ein bisschen unseren Hörern erklären. Ein Rundfunkmann, der soll ja immer die Augen der Hörer ersetzen. Und das muss man mal sich vorstellen. Die Maria Hellwig hat ein rosarotes Dirndl an und einen ganz tollen Schmuck. Und ich kann den ja hier sehen. Was ist das für ein hinreißender Schmuck? Das sieht teurer aus, also ist, das ist eine Filigranarbeit und ansonsten der Stein ist gar nicht echt. Mein Mann ist nämlich sehr sparsam. Ja, der Adi. Den habe ich mitgebracht. Da guckt er gerade durch die Tür. Aber Maria, ihr Mann, der sorgt auch für ihre Musik. Ich habe hier auf dem Manuskript gesehen, Bearbeiter Adi Hellwig, nicht? Ist das ja, richtig? Ab und zu pusht er ein bisschen rein, aber gekonnt, gell? Ja, das ja. Merkt man schon. Und auch sicher beim nächsten Lied. Und das heißt, jung muss man bleiben, wenn man älter wird. Mei, Herr Koch, sind Sie ein Charmeur. Ja, dafür werde ich natürlich auch bezahlt. Ne? Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird und die Welt ist wieder schön. Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird, dann wird alles so wie früher. Herrlich ist die Jugendzeit, dauert's auch keine Ewigkeit, schaut's mir feine Gor so traurig drein. Immer sind wir gut beieinander, lustig sein ist auch kein Schand. Also stimmt's jetzt alle mit mir ein, ja? Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird und die Welt ist wieder schön. Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird, dann wird alles so wie früher gehen. Oh mein, oh mein. Da ein Zwick und da ein Zwack, kalte Biers und steifes Knack, Herrschaftszeiten muss denn sowas sein. Aber kommt was Jungs daher, da fehlt ihm schon gar nichts mehr. Also stimmt's jetzt alle mit mir ein. Ja, muss man bleiben, wenn man älter wird und die Welt ist wieder schön. Ja, muss man bleiben, wenn man älter wird, dann wird alles so wie früher gehen. Ja, reißen wir uns ein bisschen zusammen, fangen wir mit dem Trümm nicht an, denn wer rastet, das ist bekannt. Ist doch eher zu alt, jetzt glaub ich's aber bald. Aufhört alle, singt mal miteinander. Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird und die Welt ist wieder schön. Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird, dann wird alles so wie früher gehen. Ja, jung muss man bleiben, wenn man älter wird. Thank you.
Willkommen zum zweiten Teil des großen Platzkonzertes von WDR und NDR 1 aus der Stadthalle von Datteln. Und was Sie da gerade zuerst hörten, war der Florentiner Marsch, gespielt vom Heeresmusikchor Nr. 7 unter der Leitung von Major Heinz Schiffer-Ellen. Weißt du übrigens, ich habe da beobachtet, da vorne links sitzt der Mann mit der Piccolo-Flöte. Der hat es ja am besten vom ganzen Orchester. Wenn das zu Ende ist, dann steht er auf, steckt sein Instrument in die Jackentasche und geht nach Hause. Und der da hinten irgendwo mit der Bassgeige, der hat es natürlich besonders schlecht. Aber es gibt einen Fall, da wünschte sich der Flötist lieber die Bassgeige zu spielen. Weißt du wann? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn das Schiff mal untergeht, auf dem sie über die Weltmeere segeln. Ne? Meine Damen und Herren, wir hören... Es geht sofort weiter mit Musik. Das Musikchor 7 unter der Leitung von Major Schiffer spielt Melodien aus dem Film Glenn Miller's Story. Thank you.
meine Damen und Herren. Unsere jungen Musikanten kommen wieder, ja nicht zu Wort, aber zu tun. Was heißt junge Musikanten? Ich wollte sagen, die jüngsten. Jung sind wir ja alle. Das Akkordeonorchester der Städtischen Musikschule spielt ein Boogie-Woogie von Renato Bui, Swing Charlie Knall. Meine Damen und Herren, der nächste Gast ist in unserer Sendung Professor Heinrich Roddeck, der ärztliche Direktor der Vestischen Kinderklinik hier in Datteln, dieser Stadt, aus der heute das Platzkonzert von WDR und NDR kommt. Und nun könnte man sich fragen, was hat eine solche Sache wie ein Krankenhaus in einer Unterhaltungssendung zu tun? Aber zunächst einmal geht es um ein Kinderkrankenhaus. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Professor Roddeck, dass in Ihrem Haus das Lachen eine ganz wichtige Form der Therapie ist. Oder täusche ich mich da? Sie täuschen sich keineswegs. Lachen ist für uns die wichtigste Therapie. Und wie geht das vor sich? Kann man das beschreiben?
Sie kapseln ja die Kinder zum Beispiel nicht von den Eltern ab. Sie haben diesen modernen Begriff des Rooming In, von dem man heute so viel lesen kann. Also die Tatsache, dass Eltern bei ihren Kindern im Krankenhaus bleiben können, ja schon praktiziert, als noch niemand dieses Wort kannte. Hat das auch was damit zu tun? Das hat gewiss was damit zu tun. Für uns sind die Eltern integraler Bestandteil der Therapie. Hier haben wir genug Eltern sitzen. Sie wissen, sie können von früh bis spät ihre Kinder besuchen. Sie gehören für uns nicht nur in Bezug auf die Therapie zum Behandlungsschema schlechthin, sondern sie sind für uns echte Gesprächspartner. Wir brauchen sie, um ihre Kinder gesund zu machen. Aber ich weiß ja, dass Sie das ernst meinen und nicht so nur daherreden. Und deswegen kann man auch verstehen, dass Sie sagen, abends sollten die Eltern besser nach Hause gehen, denn beide sollen schlafen, Eltern und Kinder, um dann morgens wieder fit zu sein. Das haben Sie mir vorhin in unserem kleinen Vorgespräch erzählt. Nun sollte man ein bisschen sagen, was in Ihrer Klinik alles passiert. Sie hören das ja nicht so gern, dass Sie die größte Kinderklinik der Bundesrepublik sind, aber Sie sind es, sowohl zahlenmäßig, glaube ich. Und wenn ich allen Leuten glauben darf, die ich über Ihre Klinik befragt habe, auch was die Bedeutung ansonsten angeht. Aber diese Klinik hat eine interessante Geschichte, Herr Professor Horek. Ihre Entstehung ist besonders interessant und das sollten Sie uns doch vielleicht noch erzählen. Alte Dattelner wissen es noch. Sie wissen, früher gab es hier in Datteln keine Kinderklinik. Die Klinik ist im Grunde entstanden aus dem sozialen Empfinden eines englischen Besatzungsoffiziers. Als die Zechendirektorsvilla von Emscher-Lippe nach dem Kriege leer stand und die Säuglingssterblichkeit hier in diesem Bereich so ungeheuer groß war, merkte das auch schließlich und endlich der englische Besatzungsoffizier, der Ihnen allen bekannte Colonel Oliver. Dieser Mann hat aus der alten Zechendirektorsvilla zunächst einmal mehr oder weniger ein Kinderpflegeheim gemacht und das wurde und wurde immer mehr und mehr und bekam immer mehr und mehr den Charakter aus dem Pflegeheim heraus in eine Kinderklinik und Sie wissen, was da jetzt steht. Es ist eine große Kinderklinik mit 280 Betten, mit 450 Leuten Personal, also ein nicht so ganz unbedeutender Wirtschaftsfaktor, Herr Bürgermeister. Das glaube ich auch und wir wissen ja auch, dass nicht etwa nur die Kinder aus Datteln hierher kommen, sondern dass das Einzugsgebiet der Klinik ja eigentlich mindestens ganz Nordrhein-Westfalen ist, kann man sagen, oder? Wir haben einige spezielle Abteilungen, Stationen, Fachbereiche, wo wir wirklich ein weit über unser eigentliches Einzugsgebiet hinausgehendes Einzugsgebiet haben. Wir haben naturgemäß, weil jede Kinderklinik ganz besondere Spezialitäten vorhalten muss, ein besonderes Verbundsystem auch mit anderen Kinderkliniken und Sie sehen ja sehr oft den Hubschrauber über Datteln fliegen und dieser Hubschrauber landet oft bei uns. Er bringt uns Kinder von anderen Kliniken, genau wie wir auch, zu anderen Kliniken, wo jeweils die entsprechenden Schwerpunkte sind, auch einmal das eine oder andere Kind rüber verlegen. Aber ich darf Ihnen versichern, wir sind ein Krankenhaus der dritten Versorgungsstufe. Das heißt, wir sind ein Krankenhaus, hinter dem steht nur noch der liebe Gott. Wir müssen sehen, dass wir mit unseren Kräften und mit unseren Fähigkeiten wirklich alles zustande bringen. Ein schönes Wort und ich glaube... Und ich glaube, Herr Professor Roddick, Sie sind mir nicht böse und Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich Ihrem Haus möglichst wenig kleine Kunden wünsche. Aber die, die zu Ihnen kommen, die sollen merken, dass Sie einen Mann da oben an der Spitze haben, der bei aller ärztlicher Kunst und ärztlicher Beanspruchung, glaube ich, das Herz für Kinder noch nicht vergessen hat. Sie brauchen da gar nicht drauf zu antworten. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Aber ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie bei uns waren. Wir machen weiter mit Musik. Wir haben gerade gehört, Lachen ist die beste Medizin. Freuen Sie sich auf das Eilemann-Trio. Hier ist also Ihre Medizin. Schöne Formulierung. Wichtig, dass man immer einmal lacht am Tage. Wichtiger als alles andere. Der Sommer ist weiter bei uns. Der Urlaub bleibt bei uns. Wir haben für Sie einen Sonnenknaben mitgebracht, meine Damen und Herren. Er kommt aus dem Land der Sonne, aus Italien, unser Gastarbeiter. Sein Name ist Giovanni Piscatori. Er wird in seiner Landessprache begrüßen. Prego, Signore.
Buongiorno, signore e signori, alla grande Schuppe del Fricadello di casa, di Hause di Colpingo, di Stadthalle di Datelono e la Festivale di ganze Familie di Bürger e di Bürgermeistro e di tutte le grandi Familie e di WDR e sanna grande Orchestra di Bundeswehr di Düsseldorf e sulla Direzione di Signora ad Accontorion e di Commodus de Quetsche, Signore da Eilemann, applauso, poi io manzo messo per avanti. Chitarra brasiliana, la playboy di questo signore di Schweden. Applauso. E mio Carlos ha una canzone, o solo mio. Via solo! Un momento, collega. Tono für mich show? Sì, sì. Danko, danko. In happy Napoli I found a pretty baby. She wasn't a strut, hin und her I'm going. And she was so buckling in the hüfte. And when she was back retour coming, in her little Neckermann bikini, I feel so tender, fühling im Kalender. My darling, it's snowing ever. My top was down, oh yeah, oh yeah. Kiss me, my darling, and the plafond comes down. And in the night, when you're alone, rich on the park hotel, Zimmer 218, dritte Etage, vierter Flur, mit dem Dr. Diggers, you see. Oh, kiss me, my darling, that's the way I like to say. Signori e signori, in un santo un ensemble de gastarbeiters de Colonia, alla grande festivale de Datelono e de grande musicantos de WDR, wie schon gesagt haben, e tutti i persone hatte drei Hemden, der Battiste, piccolo Hösten, die Eminenz und im Winter Schisser bis ans Knie. Adrett gewaschene Zähne, geputzte Haare, gegämmig, hochschitzte Ohren, Zaubertuch, die Mucki von oben bis unten. Und nach der Vorstellung sagt jetzt alle Signoras in den Saale, Amore, yeah, it's no end. My time goes down, 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 kiss me my darling, when the wolf walks down. Was dann kann Sterne blut. Oh, kiss me, my darling. Nelle dove ti rata non sputare te grozza cien di resta qui di mi nendi al vide resta qua di mia bestia che mi resta cocinando e tu rosta cien un po' pesta di mi ti aiuta la pasta asciutta e lo spaghetti allo sopra anzo se mi vieni qui di cieno di sé e torna nel singa di sonce. Kisses for me, I have just kisses for you. Bye, 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 geschrien! Warte, ne Quatsch! Her, 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 jeder der Familie bekanntlich möchte in den Urlaub in eine andere Richtung reisen, aber eine behält immer recht in der Familie. Sie, Madame, oder Sie da hinten, oder Sie, oder Sie, oder Sie. Denn Pläne für die Urlaubszeit bringen stets Familienstreit. Almen sehen will der Papa, die Kinder zieht zur Adria. Die Oma bliebe gern am Rhein, doch Mama, die sagt nein. Jeden Morgen schleppt ein Mann Säcke voll Prospekte an.
tonnenweise liegt Papier, selbst auf Opas Drahtklavier. Kitzbühel, Hongkong, Santa Fe, Mallorca, Titicacasee, der Duft der großen weiten Welt, von der Mama nichts hält. Sie Wenn der mal ein paar Tage von zu Hause weg ist, dann... Was wird's dieses Jahr geglückt? Der Papa hat es durchgedrückt. Er wollte Eis und Bären sehen. Grönland ist so wunderschön. Warmes Zeug im Kofferrohr. Pullover, Pelze, Whisky pur. Denn fuhr mir los, doch gleich am Rhein fing Mama an zu schreien. Und jetzt die Damen im Saal alleine. 3, 4. Meine Damen, Mütter aus Dattel. Seinem Stimmbruch. 3, 4. Ach nee, wir singen wieder Bielefelder Kinderchor. Männer, Unterstützung mit der ganzen Band hier, Jungs, einverstanden. 3, 4. Darf ich Ihnen ankündigen, Höhepunkt und gleichzeitig auch Abschluss unseres großen Platzkonzertes. Noch einmal Maria Hellwig, und sie hat einen Gast mitgebracht, über den werden Sie wirklich staunen, meine Damen und Herren. Maria Hellwig und ihr geheimnisvoller Gast. Ich bitte um einen herzlichen Applaus. Mein Gast ist noch nicht ganz umgezogen. Der hat nämlich von Haus aus eine ganz andere Tracht. Also nehmen Sie zunächst mit mir vorlieb. Ich habe für Sie ein ganz kleines Lied. Ganz klar ist, aber vielleicht zugleich ein Rezept, wie man sich vom Alltagsärger erholen kann, damit man sich dann wieder aufs Neue ärgern lassen kann. In meinem Fall ist das ein ganz kleines Waldwegerl. Wald wieder Wegel, das geh ich so gern. Und ringsum die Vögel, die kannst zwitschern hören. Der Wald riecht so gesund und die Bienen, die summen. Den Wegeleut müsst gehen, dann vergesst euren Kummer.
Spaziergang hat keiner mehr Zeit. Von Montag bis Freitag der Kampf um das Geld. Doch Gott sei Dank gibt's nicht nur Lärm auf der Welt. Durch den Wald geht der Wegel, das geh ich so gern. Und ringsum die Vögel, die kann zwitschern hören. Der Wald riecht so gesund und die Bienen des Sommer. Den wenig Leut müsst gehen, dann vergesst euren Kummer. Ich geh jetzt den Weg schon Jahr ein und Jahr aus, immer wieder zieht's mich aufs Neue hinaus. Da hol ich den Mut und die Kraft mir fürs Leben. Der Wald und sein Frieden, die können mir's geben. Durch den Wald geht der Wegel, das geh ich so gern. Und ringsum die Vögel, die kann's zwitschern hören. Der Wald riecht so gesund und die Bienen des Sommer. Den Weg, Leut, müsst gehen, dann vergesst euren Kummer. Und wenn's mir vergönnt ist, dann werd ich recht alt. Dann geh ich tagtäglich noch hinaus in den Wald. Ein Has seh ich sitzen und ein Reel im Sprung. Das macht mich im Herzen drin fröhlich und jung. Durch den Wald geht der Wegel, das geh ich so gern. Ringsum die Vögel, die kann's zwitschern hören. Der Wald riecht so gesund, die Bienen die Sommer. Den Weg, Leut, müsst gehen, dann vergesst's euren Kummer. Den Weg, Leut, müsst gehen, dann vergesst's. Habe ich eben diese Überraschung, die der liebe Herr Koch schon angekündigt hat. Vielleicht kennen Sie den jungen Mann schon von meiner Fernsehsendung Früh übt sich. Er hat einen ganz großen Erfolg gehabt und er ist ein ganz großes Talent. Er redet Borisch, Österreichisch, Schweizerisch und ist ein Japaner und kommt aus Tokio. Der jodelnde Japaner Takeo Ishii. Hast du gesagt, grüß Gott? Grüß Gott, ja. Wie heißt denn das auf Japanisch? Auf Japanisch? Konnichiwa. Bitte schön. Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, steigenden Gipfelfrakturen, in unser Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns nicht mehr in Ruhe. Sind wir.
Haken, alles zu wagen, hängen wir in steiler Bahn. Wolken sie ziehen, edel weit blühen, wir klettern mit sicherer Hand. Herrliche Berge, sonnige Höhen, denn Vagabunde sind wir, ja wir. Herrliche Berge, sonnige Höhen, denn Vagabunde sind wir. Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder am Leben und Tod. Der Voll am Berge, sonnige Höhen, wer Kameraden sind treu, ja treu. Der Voll am Berge, sonnige Höhen, wer Kameraden sind treu. Singen? Ja? Ja? Gut, ein Lied, das Sie alle kennen, die Tiroler Nationalhymne, meine ich. Das Kufsteiner-Lied. Darf ich bitten, euch einhängen, mit Singen und mit Schunkeln, dass ihr was rührt in Datteln. Auf geht's! Kennst du die Perle, die Perle Tirols, das Stückchen Kufstein? Nein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so friedlich und still. Ja, das ist Kufstein, dort am grünen Inn. Ja, das ist Kufstein, am grünen Inn. Uns in Tirol, ein gutes Weinerl aus Südtirol. Und manche wünscht sich, wird immer so sein, bei einem Mader und am Glas Wein. Bei einem man denkt an Tirol, mein Lieb.
Ja, meine Damen und Herren, das war Maria Hellwig und ihr Gast Takeo Ishii. Wenn Sie ihn sehen könnten. Wenn Sie ihn sehen könnten, er ist ja zweifellos ein Sohn Nippons, aber er hat eine tolle Lederhose an mit so einem Hosenträger. Und da steht drauf Obergesundsamer, glaube ich, habe ich gerade gelesen. Und wenn Sie mir diese unqualifizierte Bemerkung zum Schluss unserer Sendung noch erlauben, die Japaner schrecken ja wirklich vor nichts zurück. Erst die Fotoapparate, dann die Autos und jetzt auch noch die Jodler. Die Schweizer werden sich freuen. Das, meine Damen und Herren, war das große Platzkonzert im ersten Programm des WDR und NDR. Heute aus der Stadthalle Datteln. Die Mitwirkenden waren Maria Hellwig und Takeo Ishii, das Eilemann-Trio, das Akkordeonorchester der Musikschule der Stadt Datteln unter der Leitung von Renate Bremer und das Heeresmusikchor 7 unter der Leitung von Major Heinz Schiffer. Für die Technik waren verantwortlich die Teams von Ü2 und Ü10. Die Leitung der Sendung hatte Dieter Mitteldorf. Und durch die Sendung führten sie Ellen Fey und Klaus Werner Koch. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.